Gudbrand vom Berge. Es war einmal ein Mann, der hieß Gudbrand. Der hatte ein Gehöft, das lag weit weg am Abhang eines Berges, und darum nannten die Leute ihn Gudbrand vom Berge. Er lebte mit seiner Frau so zufrieden und verträglich zusammen, dass alles, was der Mann tat, der Frau so wohlgetan hatte, dass es nimmermehr besser gemacht werden konnte. Wie er's auch anfangen mochte, sie musste sich immer darüber freuen. Sie besaßen ihr Stück Ackerland, hatten 100 Taler in der Kiste liegen und im Stall hatten sie 2 Kühe im Joch stehen. Da sagte die Frau eines Tages zu Gudbrand: »Ich denke, wir sollen die eine Kuh zur Stadt bringen und sie verkaufen, damit wir doch ein paar Ausgebeschillinge bekämen. Wir sind so brave Leute und sollten doch ein paar Schillinge unter den Händen haben, so wie andere Leute es haben. Die 100 Taler in der Kiste dürfen wir nicht angreifen, und ich weiß nicht, was wir mit mehr als mit einer Kuh wollen. Und dann ist auch noch immer ein kleiner Gewinn dabei, dass ich dann nur auf eine Kuh aufpassen muss, anstatt auf 2.« Gudbrand dachte auch so, und er nahm sogleich die Kuh und ging mit ihr zur Stadt, um sie zu verkaufen. In der Stadt aber fand sich niemand, der ihm die Kuh abkaufen wollte. »Ei nun«, dachte Gudbrand, »so gehe ich mit meiner Kuh wieder nach Hause. Ich weiß, ich habe sowohl Stall als Joch für sie, und es ist ebenso weit hin als her.« Und damit stiefelte er getrost wieder mit seiner Kuh heimwärts. Als er ein Endchen gegangen war, begegnete ihm einer, der hatte ein Pferd, das er verkaufen wollte. Nun dachte Gudbrand, es sei besser, ein Pferd zu haben als eine Kuh, und darum tauschte er mit dem Manne. Als er noch etwas weiter gegangen war, begegnete ihm einer, der trieb ein fettes Schwein vor sich her. Und da meinte Gudbrand wieder, es sei doch besser, ein fettes Schwein zu haben als ein Pferd, und tauschte mit dem Manne. Darauf ging er weiter und nach einer Weile begegnete ihm ein Mann mit einer Ziege. »Es ist freilich immer besser, eine Ziege zu haben als ein Schwein«, dachte Gudbrand und tauschte mit dem Mann, der die Ziege hatte. Nun ging er eine weite Strecke fort, bis ihm endlich ein Mann begegnete, der ein Schaf hatte. Und mit dem tauschte er ebenfalls, denn er dachte: »Besser ist's immer, ein Schaf zu haben als eine Ziege.« Als er nun noch weitergegangen war, begegnete ihm ein Mann mit einer Gans, und nun vertauschte Gudbrand das Schaf gegen die Gans. Als er darauf ein weites, weites Ende gegangen war, begegnete ihm ein Mann mit einem Hahn. Mit dem tauschte er nochmals, denn er dachte: »Im Grunde ist's doch besser, ein Hahn zu haben als eine Gans.« Er schritt nun so lange fort, bis es schon spät am Tage war, und da nun der Hunger sich bei ihm einstellte, verkaufte er den Hahn für 3 Groschen und kaufte dafür etwas zu essen. »Denn es ist doch besser, das Leben heimzubringen als ein Hahn«, dachte Gudbrand vom Berge. Darauf setzte er seinen Weg nach Hause fort, bis er zu dem Gehöft seines nächsten Nachbars kam. Da kehrte er ein. »Nun, wie ist es dir in der Stadt gegangen?«, fragten die Leute ihn. »Oh, das ist nun so gegangen«, sagte Gudbrand. »Ich kann mein Glück eben nicht loben und auch nicht verachten.« Und damit erzählte er ihnen, wie sich alles zugetragen hatte, vom Anfang an bis zu Ende. Thank you.
Na, da wirst du aber auch schön empfangen werden von deiner Frau, wenn du nach Hause kommst, sagte der Mann von dem Gehöft. Gott steht dir bei, ich möchte nicht in deiner Haut stecken. Ich dachte, es könnte weit schlimmer gegangen sein, sagte Gudbrand vom Berge. Sei es aber nun übel oder wohlgegangen, so habe ich doch eine so gute Frau, die mir nie Vorwürfe macht, wie ich's auch immer anfange. Ja, das mag wahr sein, sagte der Mann, aber ich glaub's darum doch nicht. Wollen wir wetten? Versetzte Gudbrand vom Berge. Ich habe 100 Taler in der Kiste liegen, hältst du ebenso viel dagegen? Top, rief der Nachbar. Und als es anfing zu dämmern, begaben beide sich zu Gudbrands Gehöft. Hier blieb der Nachbar draußen vor der Tür stehen, um zu horchen, während Gudbrand zu seiner Frau hineinging und mit ihr sprach. Guten Abend, sagte Gudbrand vom Berge, als er eintrat. Guten Abend, sagte die Frau. Na, Gott sei Lob, bist du wieder da? Ja, das war er denn. Nun fragte die Frau, wie es ihm denn gegangen wäre in der Stadt. Ach, so, so, antwortete Gudbrand. Ich kann mein Glück eben nicht sonderlich rühmen. Als ich zur Stadt kam, war da niemand, der mir die Kuh abkaufen wollte. Darum vertauschte ich sie gegen ein Pferd. Ei, das muss ich dir ja Dank wissen, sagte sie. Wir sind so brave Leute, dass wir auch wohl zur Kirche fahren können, ebenso gut wie andere. Und wenn wir Rat haben, uns ein Pferd anzuschaffen, warum sollten wir es nicht? Geht hin, Jungens, und zieht das Pferd ein. Nein, sagte Gudbrand, ich hab das Pferd doch nicht, denn als ich ein Stück Weges gegangen war, vertauschte ich es gegen ein Schwein. Nein, rief die Frau, das ist doch recht, als wenn ich selbst getan hätte. Danke schön, lieber Mann, nun habe ich doch Speck im Hause, um den Leuten etwas anzubieten, die zu uns kommen. Was sollen wir auch wohl mit dem Pferd? Die Leute würden nur sagen, wir wären so vornehm geworden, dass wir nicht mehr zur Kirche gehen könnten, wie wir sonst getan. Geht hin, Jungens, und bringt das Schwein herein. Aber ich habe das Schwein doch auch nicht, sagte Gudbrand, denn als ich ein Ende weitergegangen war, vertauschte ich es gegen eine Milchziege. Ach ja, wie du alles vortrefflich machst, rief die Frau. Was sollte ich auch mit dem Schwein, wenn ich's recht bedenke? Die Leute würden nur sagen, die da essen alles auf, was sie haben. Nein, habe ich eine Ziege, so bekomme ich Milch und Käse, und die Ziege bleibt mir dennoch. Jungens, lass die Ziege herein. Nein, ich hab die Ziege doch auch nicht, sagte Gudbrand. Denn als ich etwas weiter auf dem Weg gekommen war, vertauschte ich die Ziege und bekam dafür ein herrliches Schaf. Nein, rief die Frau, du hast alles gemacht, wie ich's mir nur wünschen kann, gerade als wäre ich selbst dabei gewesen. Was sollten wir auch mit der Ziege? Ich müsste dann immer hinterherlaufen und bergauf und bergab klettern. Habe ich aber ein Schaf, so habe ich Wolle und Kleider im Hause und Essen obendrein. Geht hin, Jungens, und bringt das Schaf herein. Aber ich habe das Schaf auch nicht mehr, sagte Gudbrand. Denn als ich etwas weitergegangen war, vertauschte ich es gegen eine Gans. Ei, tausendmal schönen Dank, sagte die Frau. Was sollte ich auch wohl mit dem Schaf? Ich habe ja weder Rocken noch Spindel und frage auch nicht danach, mich zu placken und zu quälen und Kleider zu weben. Wir können ja unsere Kleider kaufen, wie wir es sonst getan haben. Nun bekomme ich doch mal Gänsefleisch zu schmecken, wonach ich mich schon so lange gesehnt habe, und kann mein Kissen stopfen. Geht hin, Jungens, und holt die Gans herein. Ja, aber ich habe die Gans auch nicht mehr, sagte Gudbrand. Denn als ich noch ein Stück Weges gegangen war, vertauschte ich sie gegen einen Hahn. Gott weiß, wie du auf das alles verfallen bist, rief die Frau. Es ist gerade alles, als ob ich selbst gemacht hätte. Ein Hahn, das ist eben dasselbe, als ob du eine Weckuhr gekauft hättest. Denn jeden Morgen kräht der Hahn um 4 und dann können wir zur rechten Zeit auf die Beine kommen. Was sollen wir wohl mit der Gans? Ich verstehe mich nicht darauf, Gänsefleisch zu pökeln.
Und mein Kissen kann ich ja auch mit Seegras stopfen. Geht hin, Jungens, und holt den Hahn herein. Ja, aber ich habe doch den Hahn auch nicht mehr, sagte Gudbrand. Denn als ich noch etwas weitergegangen war, bekam ich einen entsetzlichen Hunger und musste den Hahn für 3 Groschen verkaufen, dass ich nur das Leben heimbrachte. Na, das war recht, dass du das tatst, rief die Frau. Wie du's auch anfängst, so machst du alles, wie ich's nur wünschen kann. Was sollen wir auch nur mit dem Hahn? Wir sind ja unsere eigenen Herren und können des Morgens liegen bleiben, solange wir wollen. Na, Gott sei Lob, wenn ich nur dich wieder habe, der du alles so gut machst, brauche ich weder Hahn, noch Gans, noch Schwein, noch Kuh. Nun machte Gudbrand die Tür auf. Habe ich jetzt die 100 Taler gewonnen? Und da musste der Nachbar ihm die 100 Taler geben.